Hallo, meine lieben Frischluftfreundinnen und Frischluftfreunde. Was habe ich heute vor an diesem diesigen Tag? Es ist heute der 18. Dezember 2021. Und gestern habe ich in der Zeitung gelesen, dass am 20. Dezember 2021 die Erweiterung der B480, ja, das ist praktisch so die Verlängerung der A33, die von Bielefeld nach Brilon führt. Und da ist jetzt ein 6,8 Kilometer langes Teilstück dabei gekommen. Und so kommen wir jetzt in Zukunft schneller aus Ostwestfalen ins Sauerland. Und für einen Ort ist es ganz besonders wichtig, nämlich für Bad Wünnenberg. Da schleppte sich jahrelang der Schwerlastverkehr erstmal die Serpentinen runter, egal ob von Paderborn oder von Brilon kommt, runter ins Aftetal. Und ja, da musste einmal runter, dann durch den Ort und dann hinten wieder hoch. Und von der anderen Seite genau dasselbe Spielchen. Und jetzt hat man in 8-jähriger Bauzeit, geplant waren eigentlich 7, eine 785,5 Meter lange Brücke über das Tal geschlagen. Ich habe da 2018 habe ich da auch schon mal Aufnahmen gemacht, als die im Bau war. Da zeige ich gleich mal ein paar von. Und auf jeden Fall Montag, den 20. ist der Tag, wo das vorbei ist und der Verkehr über diese Brücke rollt und für diesen Ort Bad Wünnenberg eine unheimliche Entlastung bedeutet. Ich stehe jetzt praktisch in der Verlängerung von der A33 und dann geht das hier als B480 geht das weiter, aber schon als Schnellstraße. Wir gucken uns das einfach mal an. Ich habe mir gedacht, wir gucken uns das einfach mal an, bevor der Verkehr hier, bevor das freigegeben wird für den Verkehr. Da hat sich das nämlich erledigt. Ich habe das ja schon mal mit der Autobahn gemacht, mit der A46. Ich fand es ganz interessant. Und ich würde sagen, auf geht's. Und noch ist die Straße gesperrt. Es geht dann unter dieser Brücke her. Und da oben, wo die Autos herkommen, das ist in 48 Stunden Geschichte. Und dann fahren die hier geradeaus, können hier durchbrechen und diesen Ort überwinden. Na, die fahren jetzt hier noch rechts ab. Das ist aber dann bald vorbei. So, und ich gehe jetzt mit euch von Paderborn kommt auf die neue Straße. Dazu muss ich jetzt erstmal bis zum Hügel hoch und dann kann ich da runter gehen. Ja, eine kleine Besonderheit ist, ich denke, ihr habt es schon bemerkt, das Wetter ist absolut neblig und diesig und es nieselt leicht.
wird der Verkehr hier noch hergeleitet. Und ich gehe aber jetzt hier rechts. Und da sollte eigentlich kein Auto jetzt mehr sein. Ich habe eben auch schon einen Radfahrer gesehen. So, die Strecke ist 6,8 Kilometer lang und ich muss mal gucken, wie weit ich das gehe. Wenn ich dann hier zurückgelaufen bin, ich bin zu Fuß unterwegs, dann habe ich auch genug gemacht, finde ich. So, dann gehe ich jetzt mal auf der linken Seite hier dem Verkehr entgegen, falls doch mal irgendeiner hier fahren sollte und nicht mit Fußgängern rechnet. Hätten wir vielleicht eine Warnweste anziehen sollen. Jetzt geht es auf 1,5 Kilometern zweispurig, leicht berghoch würde ich sagen. Und hier ist sofort ein LKW-Überholverbot. Das finde ich auch immer interessant. An die Greifvögel ist auch immer gedacht. Da können die sich hier hinsetzen und können den Verkehr zugucken. Da fliegen sie wenigstens nicht vor die Autos. Das ist aber jetzt die Ansicht aus Richtung Bridon kommend. Falls sich mal einer fragt, warum immer hier in der Markierung so eine Lücke ist. Das ist, damit das Wasser raus kann. Das verhindert dann auch schon mal die Glatteisbildung. Es verändert natürlich nicht nur die Glatteisbildung, sondern auch Aquaplaning. Ne? Wen das mal interessiert, alle 200 Meter kann man sehen, auf welcher Straße man sich befindet. Dafür sind dann immer diese Tafeln an die Leitpfosten angeschraubt. In 100 Meter kommt dann die Stationierung. Das
sieht dann so aus. Kilometer 3,6, Abschnitt 32,2. Ist dann auch mal ganz interessant, wenn man irgendwie wenn man ein Unfall ist oder so, und man kann dann genau sagen, man kann dann genau den Leuten auf der Leitstelle sagen, ich bin hier auf der B480, Kilometer 3,6, dann ist ihnen schon sehr geholfen. Ja, also bis hier in 400 Metern wird es wieder zweispurig. Eine Spur in jede Richtung. Das heißt, ich bin jetzt 1100 Meter gelaufen. Da habe ich noch ein Stück vor mir. Ja, also gefühlsmäßig geht es leicht berghoch. Ist ja auch kein Wunder, es geht ja auch Richtung Hochsauerland. Beim Laufen merke ich es jetzt nicht gerade. Also rein optisch würde ich sagen, es geht leicht berghoch. Da kann man sich aber auch täuschen. Ja, hier gibt es hier und da so Brücken, Überführungen, alles für die Landwirtschaft. Und die muss ja auch gedacht werden, damit die zu ihren Feldern kommen. Das ist aber ein enormer Aufwand, so eine neue Straße irgendwo reinzuzimmern. Ja, jetzt auch jede Menge Erdbewegung gegeben. Hier geht es praktisch jetzt durch so einen Einschnitt. Enormer Aufwand. Aha. Jetzt wechselt das hier. Und jetzt hat die Gegenseite die zwei Spuren für sich. Wundert mich, warum diese Böschung nicht eingepflanzt wurde zur Befestigung. Oder werden sich schon was bei gedacht haben. So, jetzt erschießt hier auch der Sinn dieses Maschendrahtzauns. Ich habe das von dem Nebel gar nicht gesehen. Hier ist eine Brücke. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das schon die Aftertalbrücke ist. Müsste eigentlich, ne? Eine andere größere Brücke ist mir hier nicht bekannt. Tja, und hier ist wieder offen. Seltsam.
Jetzt können wir nicht mal hier runter gucken. Noch links wollen wir nichts sehen. Das ist die Dehnungsfuge sozusagen. Die Brücken arbeiten ja auch. Bewegen sich immer ein bisschen. Das ist normal. Ich bin schon mitten auf der Brücke. Ja, rechts von der Straße fließt die Afte. Über so eine Brücke zu laufen, ist für mich nicht ganz unspannend. Die Pfeiler sind bis zu 70 Meter hoch. Ja, ich habe die Drohne mit, aber das schenke ich mir hier. Das bringt überhaupt nichts. Ich kann meiner Drohne nicht so sehr vertrauen, deswegen lasse ich die eigentlich nur da fliegen, wo überhaupt gar nichts passieren kann. Ja, das ist eigentlich schade. Von dem Ort Bad Wünnenberg sehen wir jetzt gar nichts. Da hätten wir bestimmt eine schöne Draufsicht von hier oben. Aber so ist jetzt nochmal. Also kriegen die Bad Wünnenberger ein schönes Weihnachtsgeschenk. In nicht mehr 48 Stunden wird sich hier der Ortsdurchgangsverkehr um 75% reduzieren. Ich denke mal, da atmet der ganze Ort auf, das kann man hören. Das ging ja über Jahrzehnte hier. Jetzt kommen wir nochmal Schallschutzwände. Vielleicht auch ein bisschen Blindschutz, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was hier hinter ist. Ja, jetzt sind mir doch schon einige Leute entgegengekommen, die auch bei dem Wetter
auf die Idee kam, hier ein bisschen spazieren zu gehen. Ja, lange wird man die Gelegenheit nicht mehr haben. So, hinter der Brücke wird es wieder zweispurig in Richtung Bridon auf 1,5 Kilometer. Und es geht bergauf. Jetzt merke ich es auch beim Laufen. I know that you're curious, I know that you're strong. But life can be furious and things can go wrong. You go, you go. We're better off tomorrow, but who knows, who knows. Ja, jetzt laufe ich hier praktisch ins Nichts. Es sind noch keine Highlights mehr zu erwarten. Aber ich gehe es jetzt bis zu Ende. Bis zur Absperrung. Und dann laufe ich wieder zurück. Das zeigt mir wieder, auch wenn das Wetter noch so mies ist, wenn man sich bewegt und selbst ein bisschen Wärme entwickelt und fünf viel Kleidung anhat, ist das wunderbar draußen. Trotz Nebel macht es einen den Kopf klar. So, jetzt habe ich hier noch 600 Meter. Wir haben jetzt was gelernt über die Stationierung. Und wir gehen in Richtung 0,0 und dann gucken wir mal, ob wir da hinkommen. Jetzt sind es noch 400 Meter, bis das wieder einspurig wird. Dann wird für uns der Weg Richtung Ostwestfalen, Paderborn, ja, einkaufen. Ist ja für uns die nächstgrößere Stadt, so Paderborn. Da fahren wir schon mal gerne hin. Am Wochenende. Und der Weg Richtung Norden. Hannover, Hamburg. Geht alles hier lang. Für uns. Wird da nicht mehr so viel Zeit in Anspruch nehmen. Andersrum ist es für die Ostwestfalen auch kürzer. Richtung Skigebiete. Bike Trails. Diese ganzen Sachen. So, und hier bin ich jetzt an der Absperrung angekommen. So. Und hier mache ich jetzt kehrt. Ja, ich finde, das ist ein schöner Hintergrund zur Weihnachtszeit. Ich finde sie jedenfalls lustig. Und es ist heute 18. Ich hoffe, dass ich das noch vor der Eröffnung fertig bekomme. Dann werde ich es noch veröffentlichen. Und euch wünsche ich eine schöne, ruhige, besinnliche Weihnachtszeit. Und gute Rutsche ins neue Jahr. Und am ersten und zweiten Weihnachtstag werden von meiner Hinter den Sieben Bergen Tour zwei Teile ausgestrahlt. Am 24. und 25. jeweils schon um 14 Uhr. Und am 31. geht es dann wie gewohnt weiter, freitags 16 Uhr. Oder sind wir bis zum Karnevalswochenende mit den Touren durch. Also in dem Sinne. Bleibt gesund, ruht euch ein bisschen aus. Wir haben es alle verdient. Tschüss und winke, winke. Boy, you make it safely to the end.